Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge oder eher gesagt einer neuen Serie auf dem Battlecraft.eu Server. Ja, da wollte ich euch ein ziemlich lustiges Game zeigen. Das macht mir eigentlich auch ziemlich schon viel Spaß. Und das ist PvP League. Da habe ich auch schon ein bisschen drauf gespielt. Jetzt gerade sind die Server ziemlich voll. Ja, ich erkläre es kurz. Ihr habt ja eure, also ihr seid halt Spieler hier, habt euer Profil, da könnt ihr draufdrücken und ihr habt Sachen im Inventar. Die könnt ihr durch Truhen bekommen, wenn ihr auflevelt. Hier sieht man es. Und ja, und dann kann man sein eigenes Ding erstellen. Ich habe schon einen Legendary Helm, einen Legendary Chestplate und ein paar Common Boots und eine Hose. Ja, und bei dem Spiel hat man halt, kann man in den Free Mode gehen, das Tournament, Challenge oder Zombies. Ja, davon werde ich jetzt etwas Free Mode spielen, weil eigentlich das eigentlich auch der Spielmodus ist, der mir jetzt am meisten Spaß macht. Ja, weil er ist nicht so ganz, also wenn es richtig viele Leute hier drin sind, dann wird es schon etwas, also dann überblickt man gar nicht mehr das Spielfeld und so. Und ja, der Spielmodus geht darum, dass man seine Waffe hat, die muss man ziehen und seinen Bogen. Der Bogen ist immer schon etwas OP. Das ist auch ein Legendary Bogen mit 150 Attack. Ja, leider spielen hier auch ziemlich viele Typen mit Kill-Aura. Das ist eigentlich das Blöde an dem Spielmode. Ja, das muss man dann halt von sich gehen lassen, würde ich es einfach mal so nennen. Und ja, wie man sieht, gibt es hier starke und eher nicht so starke Leute. Das kann man auch an den Rüstungen erkennen. Ja. Hier sind auch schon ein paar Hacker dabei. Leider mit dem Bogen ist es so immer mit dem Pfeil. Ja. Wie man sagt, hacken hier ein paar. Dieser, man kann immer bessere Rüstung geben und das ist eigentlich das ganze Spiel. Den Hacker kann man eigentlich nichts tun, außer man hat richtig OP-Equip. Oder man benutzt seinen Bogen. Aber ja, wenn man keinen Pfeil hat, hat man Probleme. Dann wird auch die XP höher. Ja. Ich versuche, ob es diesen Command in dem Spiel auch einsetzbar ist. Nein, geht leider nicht. Der ist wahrscheinlich nur in einem anderen paar Spielmodi einsetzbar. Aber vielleicht hat es der einen andere bemerkt, ich habe einen Rang und da könnte man halt schlecht Fly eingeben. Aber ja, ich glaube, das ist ein Hacker und kann jemand, der einen Rang hat. So, wenn man eine ganz gute Rüstung hat, kann man das auch halt überleben, so ein Hacker. Und ja, wie man sieht, ist dieser Omega-Typ jetzt hier nicht der Beste in dem Spiel. Darum geht es eigentlich noch ziemlich. Wenn man einen Kill gemacht hat, kriegt man direkt alle Herzen wieder voll. Die Angriffsschaden stehen auch an der Waffe. Und man kann auch, wenn man jetzt nicht da ist, die Rüstungspunkte zählen. Das ist einmal, hier unten sieht man die Defense davon. Und das sind halt eigentlich auch die Rüstungspunkte, die man so hat. Also je mehr, so besser. Dann gibt es noch ein paar andere Spielmodi, die ich jetzt aber noch nicht ausprobiert habe. Das ist einmal Tournament und Challenge. Gespielt habe ich schon mal Zombies, aber ja, leider sind wir jetzt auch im Game und da können wir nicht hin.
Alliance ist Zombies fast schwach, darum würde ich sagen, wir schauen noch mal, ob wir in das Tournament können. Da muss man sich leider in eine Warteschlange gesellen. Ja. Hier an der Seite sieht man sein insgesamtes Defense-Level. Das heißt, von allen Rüstungsteilen, glaube ich, wird das zusammengezählt. Können wir auch nochmal nachschauen. Also eben hat das 102 angezeigt. 25, also fast 49. Ich weiß jetzt nicht, wie es auf 102 kommt, aber wird wahrscheinlich eine logische Erklärung. Das höchste Defense-Level, was man haben kann, sind 500 und das wäre, die man auch im Shop kaufen kann, in Coinshops, also nicht echt Geld, ist die ganze Diamantrüstung. Ich glaube, dass die höchsten Punkte gibt. Dann kann man sich halt auch so richtig krasse Waffen kaufen, womit man dann One-Hittet oder Two-Hittet. Ja, der Boom ist halt immer noch stärker. Dann kann man noch mit anderen Leuten traden. Ja, gut, in dem Tournament sind wir drin und das heißt, dass wir eigentlich mit dabei sein müssen. Profil kann man auch noch sein, sieht man gerade nicht so gut. Kann man hier noch sein, ich glaube, Perk auswählen. Ja. Ich sehe, sind jetzt hier vielleicht nicht die besten Leute drin. Das ist schon mal ein bisschen besser. Oh doch, es sind ziemlich gute Leute drin. Okay. Das heißt, hier müssen wir uns ein bisschen reinhängen, dass wir hier irgendwas reißen könnten. Mit unserer vollen Lederrüstung. Da sollten wir auch vielleicht mal versuchen abzustauben. Ich weiß jetzt nicht, was gerade passiert ist, aber wir sind aus der Map rausgefallen. Würde ich versagen, nochmal in Free Mode zu gehen. Ja, obwohl da am meisten die Hacker rumlaufen. Das hier ist auch. Ja, es wimmelt halt von Hackern. Sie sind überall. Das ist eigentlich ziemlich schade an dem Server, weil ich mag den eigentlich. Und ja, dass es nur hier so von Hackern wimmelt, ist ziemlich blöd. Ich werde hier auch die ganze Zeit rumgestoßen, als wäre ich ein Flummi. Ich mache fast gar keine Kills. Aber wir sehen ja an der Seite unseren Rang. XP bis zum nächsten Rang. Und die sollten wir eigentlich auch erreichen können. Also wenn ihr auf diesen Spielmodi geht, dann könnt ihr, also ihr müsst erwarten, dass es hier Hacker gibt, weil sonst wäre es nicht dieser Spielmodus eigentlich irgendwie. Und ja. Man kann, also es sind immer Hacker drauf. Egal was man macht, ist immer Hacker drauf. Aber eigentlich macht es trotzdem noch ziemlich viel Spaß. Ja. Meistens, wenn ihr abends spielt oder früh morgens, dann kommt es auch dazu, dass eher normale Leute spielen. Also die ihr auch besiegen könnt. Also echt besiegen könnt. Ohne eine ziemlich krasse Gear-Rüstung zu haben. Die euch vor dem Ganzen schützt. Ja. Ja, mein Computer ist auch schon ziemlich am Ackern hier auf dem Server. Ja, ich habe dich gerettet. Das heißt, ein Danke wäre auch sehr schön. Wir sehen schon, dass unsere XP schon sehr hoch sind. Mit jedem Kill mit dem Bow kriegt man auch wieder neue XP. Dazu, jetzt sind wir ein XP-Level aufgestiegen. Das heißt, wir gehen zum Spawn und schauen jetzt nochmal im Profil. Weil dann kommt eine Case rein und die kann man dann halt schauen. Erst kommt, was es ist. Chestplate, dann das Tier. Tier 2.
kommen. Dann werden noch ein paar andere Sachen ausgelost. Für wie viel man es verkaufen könnte, glaube ich. Und da haben wir auch eine Chestplate. Wir schauen auf unsere Chestplate kurz hier. Ob diese besser ist als die andere. Die hat 24 und die hat 27. Das heißt, wir ziehen uns die an. Die wurde direkt mit der Ad getauscht. Wenn ihr dann in die nächste Runde geht, dann ist sie euch direkt angezogen. Ihr habt eine beste Rüstung an. Ja, auch wenn du hackst, ich habe die beste Rüstung. Gut. Die Rainshaker sind in dem Spiel auch noch etwas blöder oder Knockback wie andere Sachen. Ja, weil, wie man sieht, gibt es in dieser Map auch einen Abgrund und ja, das könnte dann halt eine Ewigkeit dauern, bis ihr wieder respawnt. Und das ist dann ein bisschen blöd mit den Hackern. Ja. Der Bogen ist immer eigentlich das OP-ste im Spiel. Wenn der andere seine Verfeile verschossen hat, ja, dann hat der meistens noch mehr Pfeile. Und schießt euch dann mit. Nein, so läuft das natürlich nicht hier. Wir versuchen hier ein paar Kills abzustauben. Haben wir auch geschafft. Abstauben ist im Spiel auch richtig wichtig, weil wie hier Hacker rumlaufen, das ist ja gar nicht mehr wahr hier. Und ja, ich hit den kein einziges Mal. Schau, der kleine Hacker macht den ganzen Diatypi hier down, bis der Diatypi ihn two-hittet. Ja. Also Hacker in diesem Game, wenn es ein zu starker Hacker ist, müsst ihr einfach die Runde verlassen. Dann wisst ihr auch schon, dass niemand diesen Hacker aufhalten kann. Meistens sind aber Hacker eher die Personen, die jetzt noch nicht so gutes Equip haben. Also ich habe noch niemanden hacken gesehen, der gutes Equip hat. Das wäre auch ziemlich unlogisch. Weil dann kann man ja auch normal und fair spielen. Ja. Man sieht auch immer die Anzahl des Schadens über der anderen Person, die man getroffen hat. Meistens mit dem Bogen one-hittet man sie noch, aber ja, ich würde sagen, wir gehen aus dieser Runde raus und versuchen, in den nächsten Mode zu kommen. Das ist Zombies. Leider sind alle immer in der Runde und ich habe das Pech, dass ich irgendwie nie mit einem anderen dabei sein werde. Also, dass ich mit jemand anderem bin. Ja. Ich würde sagen, wir spielen jetzt einfach nur mal hier eine Runde Zombies. Vielleicht wird die auch nochmal kommen. Also, ich erkläre kurz das Spiel. Und dann spielen wir auch. Also, um Zombies kommen mehrere Wellen von Zombies. Und du musst halt mit deinem Equip hier überleben. Ein Bogen ist eigentlich das Wichtigste. Also, wenn du einen Pfeil verschießt, wird es ziemlich schwer, weil für Zombies kannst du, also alles one-hitst du eigentlich, also was hier in Zombies vorkommt, und du bekommst halt auch die ganze Zeit wieder Pfeile dazu. Es gibt auch Perks, dass man eine bestimmte Wahrscheinlichkeit hat, dass man noch mehr Pfeile dazu bekommt. Das ist auch gut in Zombies, weil wenn du einen verschießen würdest, müsst du jetzt keinen Zombie killen. Und nochmal an einen Pfeil zu kommen. Wie man sieht, machen die Zombies eine beträchtliche Anzahl von Schaden. Und ja, die Herzen sind groß, die abgezogen werden. Aber die Regeneration ist ganz normal, wie in Minecraft. Und das beeinträchtigt auch schon etwas. Ja. Das Spiel könnte man bis zu 5 spielen. Die höchste Anzahl, die ich jetzt gespielt habe, war 3. Da hatte ich auch ein bisschen Glück mit meinen Teammates und so. Die waren alle ziemlich gut equipped. Der eine hatte, glaube ich, schon 4. Oder nein, das
Es waren zwei. Ich weiß es nicht mehr ganz genau. Aber es könnte ungefähr so gewesen sein, dass es zwei waren. Aus Versehen einen Pfeil verschossen. Wie man sieht, haben wir auch ein paar Pfeile dazu gekriegt. Also es nimmt auch manchmal ein bisschen zu an Pfeilen. Ich glaube, Zombies im Durchschnitt pfeifen dich. Nein, ich glaube 6. Und ja. Zombies können überall spawnen. Also auch wenn ihr eben keinen Zombie gesehen habt, kann es auch wohl möglich sein, dass einer direkt vor deiner Nase steht. Ganz direkt können sie, glaube ich, nicht bei dir spawnen. Aber ja, im näheren Umkreis hinter dir. Und das ist schon etwas blöd. Weil die bemerkt man halt auch gar nicht. Also die Namen sind auch gekennzeichnet. Also die haben eine ziemlich große Schrift. Mit Zombies in Blau drüber stehen. Hier oben seht ihr auch immer die Spieler, die Welle, also die Wellen, die er schon überlebt hat. Und ich glaube, ja, meistens fangen die Wellen an, wenn keine Zombies mehr da sind. Aber ich weiß jetzt nicht, ob wir den übersehen haben oder ob das Spiel uns da, nicht in die nächste Reihe schicken will. Also keine Zombies mehr schicken will. Ja, da sollte jetzt auch gleich eigentlich schon die nächste Welle anfangen. Ja, Welle 4, mein Rekord war Welle 5, wenn ich mir so ganz, ganz sicher bin. Denn es können immer auch welche von hinten kommen, da muss man ganz doll aufpassen. Es gibt auch eine ziemlich coole Map. Da gibt es Wasser und wie man weiß, sind Zombies ziemlich langsamer als du im Wasser. Und darum kann man da ziemlich gut vorteilhaft spielen. Ich werde einfach noch diese Runde zu Ende spielen, dann werde ich nochmal ganz kurz in den Online-Modus gehen. Hier steht auch eigentlich ziemlich oft, dass man mit dem Zombie-Mode Crates gewinnen kann. Habe ich aber leider noch nicht. Ich habe noch nie eine Crate in einem Zombie-Mode gewonnen. Und ich weiß jetzt nicht, woran das liegt, am Spiel oder ob man ein bestimmtes Level haben muss. Ja. Man sollte auch ganz klar auf eine große, weite Fläche gehen, dass man genug Platz hat, um sich zu schießen mit dem Bogen. Und ja. Würden wir jetzt, und das ist unser Pech, weil in der fünften Welle kommt immer der Boss. Das ist ein Zombie-Pigman-Boss. Eigentlich kommt der ja normal, aber wie jeder weiß, gibt es auch kleine Zombies-Pigments. Und das könnte ein kleines Problem werden. Weil dieser ist ziemlich schnell, macht enorm Damage und wird uns wahrscheinlich jetzt one-hitten. Ja, das war's mit der Welle. Also, natürlich wäre es jetzt normalerweise leichter zu leichter zu meistern. Aber ja, wenn ein kleiner Zombie kommt, hat man halt gar keine Chance mehr. 0%. Da ist immer noch der Range Hacker, der alles versucht, dass. Ja, und da ist der Fly Hacker. Das Blöde ist aber auch, dass man ja die extra Herzen bekommt, wenn man jemanden killt. Das heißt. Ja, das heißt, normalerweise müsste man ja diesen Hacker immer aufhalten können. Aber wenn er halt einen Kill gemacht hat, wird er halt noch OP'er. Und das ist dann halt ein ziemlich großes Problem, würde ich einfach mal so sagen. Das ist einfach mal ein ziemlich großes Problem.
nennen. Ja. Wie man sieht, haben wir in 172 XP den Rang wieder ab. Hier oben sieht man auch seine Kills und seine Tode. Bei mir ist es noch ziemlich ausgeglichen dafür, dass so viele Hacker in den Runden sind. Aber die Ledertypen kann man halt auch leicht killen, wenn es keine Hacker sind. Wenn es keine Hacker sind. Wenn. Wenn. Du bist ein Hacker. Geh weg. Verschlechterst meine Stats. Also Stats kann man es ja jetzt nicht unbedingt nennen. Was? Range und das andere ist halt viel zu OP. Kill Aura. Was ja. Na toll. Das einzige, das dich retten könnte, ist der Bogen. Aber ich glaube, bei dem, der so doll hier rumspringt, wird das auch nichts bringen. Ich glaube irgendwie, dass alle anderen die Map verlassen haben. Würde ich versuchen, noch einmal Zombies zu überleben hier. Hoffen wir, dass in der Welle 5 diesmal nicht so etwas Blödes oder eher Schlechtes für uns passiert. Und dann war es das auch mit dem Video. Leider kommt auch niemand in unsere Runde rein. Das wäre auch ziemlich gut. Ja. Ja. Welle 1 startet in 0-2-1-0-1. So, das heißt wieder Zombies killen, Zombies killen. Ihr könnt das jetzt. Also hier, wenn die eigentlich aufhören, was zu plappern. Wenn die Runde da zu Ende ist, werde ich einfach aufhören. Wahrscheinlich vielleicht noch ein Schuss oder so. Aber wenn ihr jetzt das, weil ich ja Zombies eben schon gezockt habe, wenn ihr das jetzt langweilig findet, dann könnt ihr einfach jetzt schon ausmachen. Es kommt jetzt nichts mehr Spannendes, anderes. Ja.
Ja, wie ihr jetzt nochmal sieht, haben wir jetzt einen normalen Boss, der das eigentlich hier ziemlich einfach macht. Man sollte am besten immer erst alle Zombies aus dem Weg schaffen und dann den Zombie Pigman angreifen, weil, ja, wie ihr wahrscheinlich auch wisst, greifen ja Zombie Pigmans dich erst an. Ja, wenn du sie auch angegriffen hast. Oder wir sterben jetzt. Ja. Okay, das war's mit der Folge. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Und ihr werdet auch vielleicht mal diesen Spielmodus hier irgendwann ausprobieren. Ja, dann würde ich sagen, tschüss und bis zum nächsten Mal.